Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Matti Große und ich bin hier auch wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut und bin im Forschungsprojekt, das sich mit sogenannten Nutzerinnovationen für die Energiewende beschäftigt. Heute möchte ich Ihnen aber vielmehr erklären, warum mein Lichtschalter denkt, er wäre schlauer als ich, beziehungsweise vielmehr möchte ich sagen, warum das von ihm eine recht steile Annahme ist und ihm erklären, warum es vielleicht noch gar nicht so weit ist. Zu diesem Schluss kommt man nämlich relativ schnell, wenn man sich Haushalte anschaut, wenn man sich Wohnungen anschaut, wenn man sich Häuser anschaut. Das große Ziel, alles wird intelligent, alles wird smart gesteuert, Energieverbrauch wird effizient gestaltet. Passiert in gewisser Weise hier und da, aber vielleicht noch nicht in der Breite, wie wir es vielleicht uns gerne vorstellen, sodass wir da eine gewisse Disbalance zwischen der Erwartung und der Realität haben. Um zu verstehen, wer uns dabei helfen könnte, diese Energie- und Klimawende, wie es oft beschrieben wird, voranzubringen, können wir das Konzept der Nutzerinnovation zu Rate ziehen. Und eine Nutzerinnovation findet immer genau dann statt, wenn ein Nutzer oder der Anwender einer Technologie das Gerät, das Werkzeug, ein Produkt weiterentwickelt, um von der verbesserten, optimierten Nutzung des Geräts am Ende zu profitieren. Also es ist also kein Interesse da, ein Gerät zu entwickeln, das auf den Markt kommt und verkauft wird, sondern die erste Intention der Verbesserung geht dahin, dass ein Gerät für die Nutzung besser ist. Ein berühmtes Beispiel ist beispielsweise das Internet, beziehungsweise war an dem Zeitpunkt ein Beispiel, wo das Internet kommerziell genutzt werden konnte, also der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. So war es ein britischer Forscher, der am französisch-schweizerischen Forschungsinstitut CERN gesessen hat. Und das Problem war, dass der Datenaustauschstandard in der Schweiz und in Frankreich damals unterschiedlich war und es Probleme gab, Daten oder also Forschungsergebnisse vom französischen zum schweizerischen Teil hin und her zu schicken und so weiter. Und dadurch, dass er dieses Problem hatte, hat er sich halt überlegt, wie könnte man das lösen und hat den sogenannten Hypertext entwickelt, mit dem der heute sozusagen die Grundlage des World Wide Web ist, wie wir es heute kennen. Ein anderes Beispiel sind Extremsportarten. Die Verbindung von einem Drachen und einem Surfboard, das ist von Sportlern selber entstanden worden, also die Zusammenführung von den Drachen und von den Surfbrettern, das war eine Idee von Nutzern der einen oder anderen Sportgegenstände und diese Zusammenführung wurde von den Nutzern vollzogen. Ähnliches kennen wir aus dem Bereich vom Kajakfahren. Es gab Kajakfahrer, die waren das normale Fahren etwas langweilig, sodass sie sich überlegt haben, wie können wir da ein bisschen Pep reinbringen und dann kamen sie auf die Idee, das Boot umzubauen, sodass sie auch Rollen machen konnten und sozusagen dann das Kajak als Art Rodeo verwenden konnten. Wir finden diese nutzergetriebenen Innovationen auch, wenn wir uns zum Beispiel Lego-Figuren anschauen. Dort gibt es die Möglichkeit im Internet, eigene Lego-Figuren mit einem Online-Werkzeug zu gestalten und wenn viele andere Menschen das auch toll finden, dann werden diese Figuren in geringer Stückzahl produziert. Hier sehen wir, wenn sozusagen Nutzer und Produzenten eng zusammenarbeiten, dann sprechen wir von dieser Co-Creation. Das sind also auch Beispiele, wo der Nutzer einen relativ starken Input in Produktentwicklungsprozesse hat. Ein anderes Beispiel sind Sportschuhe, also auch wieder ein sehr emotionales Produkt. Sportler sind sehr daran interessiert, dass sie das Equipment, die Ausrüstung, die sie für ihren Sport brauchen, wenn sie da sehr emotional involviert sind und sehr, sehr viel Spaß dran haben wollen, das Equipment weiterzuentwickeln. Und so geht es halt dahin, dass das große Sportartikelhersteller diese Schnittstelle zu Nutzern geöffnet haben, sodass Nutzer anfangen können, ihre eigenen Sportschuhe zu entwerfen, aber auch nicht nur entwerfen im Sinne von Design, Aussehen, Farbe, sondern auch im Hinblick auf Materialien, um sozusagen die Funktionalität zu verbessern, dass der Sportschuh genau die Bedürfnisse erfüllt, die der Sportler in dem Moment, in dem er die Leistung erbringen will, zur Verfügung hat. Und das macht nicht nur einer, das machen recht viele Menschen, sodass wir ein großes Portfolio von diesen Nutzerinnovationen sehen.
Wir haben schon gemerkt, es gibt verschiedene Motivationen, warum Menschen sich sozusagen ihre Freizeit hinsetzen, private Ressourcen, also insbesondere Zeit und Geld investieren, um an Sachen zu tüfteln, dran zu basteln, diese weiterzuentwickeln und mit neuen Lösungen für bestimmte Probleme kommen. Wie gesagt, Probleme ist sozusagen der zentrale Treiber oder oft ein zentraler Treiber. Viele Menschen lernen dabei, wollen ihr Wissen weiterentwickeln, bekommen in der Hinsicht dann Anerkennung, indem sie es irgendwie mit Freunden, mit Nachbarn teilen oder gerade im Internet sich in Foren austauschen mit anderen Interessierten und darüber sprechen und ihre Ideen und ihr Wissen weitergeben. Und am Ende, was oft passiert, ist, dass diese Menschen viel Spaß haben dabei, was sie machen, was sicherlich ein guter Grund ist für alle Tätigkeiten, die wir machen sollten. Sprich, kurz zusammengefasst, Nutzerinnovationen lösen oft Probleme, gerade im Hinblick auf sehr emotionale, gerade wenn Menschen emotional berührt sind, wenn sie Sport machen, wenn sie sozusagen einen Freizeitgegenstand verbessern, optimieren, wenn sie Spielgegenstände verbessern und so weiter. Und vielleicht geschieht sowas ja auch im Strombereich. Ich weiß nicht, wie emotional Sie involviert sind in das Thema Strom- und Energiemanagement, gerade von zu Hause. Vielleicht haben Sie auch schon mal überlegt, Ihren Lichtschalter zu verbessern, irgendwie zu optimieren. Oder waren auch schon mal dabei zu überlegen, ob Ihr Heizungsthermostat genau so ist, wie Sie sich das vorstellen. Oder ob Sie sich denken, da könnte man vielleicht noch an der Farbe was verändern. Oder wie schnell das sich dreht oder und so weiter. Vielleicht waren Sie auch schon mal im Heizungskeller und haben am Heizungskessel geschaut, ob man nicht da auch vielleicht so ein bisschen was optimieren kann, was verbessern kann, irgendwie die Vorlauftemperatur optimieren kann und so weiter. Also ich denke, auch der Energiebereich ist dafür prädestiniert, Nutzerinnovationen, nutzergetriebene Innovationen hervorzubringen. Die Frage ist, ist es so oder ist es so nicht? Und um das besser zu verstehen, um das zu untersuchen, weil auch wenn ich das jetzt sehr positiv dargestellt habe, ist natürlich die Realität, dass vielleicht nicht so viele Menschen daran interessiert sind, das zu machen, haben wir uns in einer kleinen Studie damit beschäftigt, wie viele von diesen Nutzerinnovationen, die ich am Anfang eingeführt habe, denn im Energiebereich auftreten und haben Menschen online befragt, haben relativ viele mitgemacht, 1600 Menschen, das zeigt schon, dass ein gewisses Interesse auch in diesem Bereich Energie, Klimawende und so weiter, Energietechnologien. Wenn Sie an den detaillierten Studienergebnissen interessiert sind, finden Sie auf unserer Internetseite, ist relativ einfach zu finden. Was ist das Spannendste eigentlich dabei? Auch im Energiebereich gibt es Menschen, die Ideen haben. Das sehen wir auf der linken Seite. Fast die Hälfte haben angegeben, dass sie in den letzten 3 Jahren irgendwie schon mal dabei waren zu überlegen, wie kann ich denn mein Energiemanagement zu Hause optimieren? Vielleicht habe ich auf dem Dach ein Solarpanel und das speist in mein eigenes Energiesystem ein. Vielleicht gibt es da Probleme. Vielleicht habe ich Probleme mit meiner Waschmaschine, mit dem Heizkessel, der schon angesprochen wurde und so weiter. Also es gibt Menschen, die haben Ideen und was noch erfreulicher ist, sogar ein relativ großer Anteil von den Menschen, die Ideen haben, versuchen diese Ideen umzusetzen oder setzen diese Ideen um. Das sind diese 61%, die Sie auf der rechten Seite sehen. Jetzt fragen Sie sich natürlich, was sind das für Sachen, die Menschen umsetzen? Wie vielleicht schon angedeutet, geht es in die Richtung Energieverbrauchsoptimierung, Energieüberwachung. Also hier geht es darum, wie ich Prozesse optimieren kann, wie ich meinen Energieverbrauch optimieren kann im Hinblick. Ich möchte natürlich Energie sparen und in Konsequenz möchte ich Kosten sparen. Ein anderer Treiber könnte natürlich auch sein, dass ich mein Leben in dem Sinne smarter machen will, intelligenter machen will, indem mir sozusagen Geräte dabei helfen, Energie zu sparen, ohne dass ich aktiv eingreifen muss und aktiv das Heizkörperthermostat regeln muss. Viele Menschen basteln auch mit sogenannten Mikrocomputern rum, mit diesen sogenannten Raspberry Pis, Arduinos. Das sind Systeme, wo Menschen versuchen, selber also mit Hilfe von Software und Hardware versuchen, eigene Lösungen für ihr Energiemanagement zu Hause zu finden. Das ist sicherlich insbesondere interessant, wenn ich selber Energie produziere mit einem Solarpanel etc. Und ein spannendes Thema vielleicht für eine etwas größere Anzahl von Menschen ist das Thema Smart Home, wo Menschen sozusagen ihr Leben zu Hause smarter machen wollen oder das Leben um einen herum smarter geschehen soll, ohne dass ich mir halt Gedanken machen muss, wann sollte ich Licht anschalten, ausschalten, habe ich den Herd noch angelassen, auch wenn ich schon weggefahren bin und so weiter.
Das sind verschiedene Beispiele, wo Nutzerinnovationen im Energiebereich stattfinden. Manchmal geht es so weit, dass Menschen zu Hause eine Idee haben, die für sich zu Hause realisieren und sozusagen ein eigenes Problem im privaten Kontext lösen, aber noch nicht dran denken, dass es vielleicht auch, dass diese Lösung auch für andere Menschen spannend sein könnte. Manchmal klappt es doch und dann sprechen wir von sogenannten Nutzerinnovatoren, die sozusagen die ein Unternehmen gründen, die sozusagen als Entrepreneur auftreten. Und Crestmill ist ein Beispiel dafür, wo jemand zu Hause die Idee, das Problem hatte, wie kann ich denn die Windkraft für mich nutzen, Solarpanels, okay, kann ich aufs Dach packen, aber wie kann ich Windkraft nutzen, ohne dass ich mir eine große Windkraftanlage in den Garten stelle. Und die Idee waren halt ganz mikrokleine Windräder oben auf dem First des Hauses zu installieren. Und wenn Sie Interesse haben, das auch bei sich zu Hause zu installieren, Crestmill ist ein Unternehmen, das jetzt am Markt ist und das diese Lösung vertreibt. Also alles wunderbar. Nutzer haben Ideen, setzen diese um. Wir finden das auch im Energiebereich. Naja, nicht ganz. Wie ich vorhin gezeigt habe, diese emotionalen Produkte, Sport, Freizeit, Lego, da haben wir viele Menschen, die daran interessiert sind. Im Energiebereich müssen wir suchen. Da gibt es noch nicht ganz so viele, die daran tüfteln. Aber wie ich gesagt habe, es gibt Menschen. Die Menschen sind nicht ganz ohne Probleme. Also auch wenn sie emotional auch im Thema Strom involviert sind und gerne Zeit und Ressourcen investieren, sind es oft fehlende technische Standards, Datenschnittstellen, fehlende Informationsquellen, Kosten ist ein Thema, Equipment ist ein Thema. Also auch die Nutzerinnovatoren, die aktiv sind, haben Probleme, die wir oder die Politik, Wirtschaft, Gesellschaft berücksichtigen sollte. Nutzerinnovationen treten immer genau dann auf, wenn es nämlich genau Unzufriedenheiten mit bestehenden Lösungen gibt. Und unsere Studie hat auch gezeigt, dass es genau das Problem im Energiebereich gibt. Es gibt Smart Home, Smart Energy Lösungen, aber viele Menschen sind damit unzufrieden. Ein Hauptgrund ist der Anschaffungspreis, der Implementierungsaufwand, Funktionsaufwand, Umfang ist manchmal nicht ausreichend. Viele haben Datenschutzbedenken. Also es gibt Probleme mit kommerziellen Lösungen am Markt und genau dann sind nämlich Menschen bereit, private Ressourcen, Zeit und Geld zu investieren, um eigene Lösungen zu entwickeln. Ich habe schon ein Zeichen bekommen, dass ich zum Ende kommen muss. Deswegen noch mal ganz kurz zusammengefasst, was nehmen Sie mit? Ich hoffe, Sie haben verstanden, was ist eine Nutzerinnovation? Was sind die Motive, dass Menschen privat Ressourcen in die Weiterentwicklung, Optimierung und Verbesserung von Geräten, Werkzeugen, Produkten investieren? Das sind nämlich genau ist nämlich dann der Fall, wenn Sie Probleme haben, lernen wollen und oft sogar dabei Spaß haben. Und Nutzerinnovatoren lösen Probleme, aber gerade im Smart Energy, Smart Home Bereich würden wir uns wünschen, wenn es noch mehr Menschen gibt, die aktiv sind und Lösungen entwickeln für Probleme, die Menschen zu Hause haben. Und damit möchte ich meine kleine Präsentation schließen und freue mich, wenn Sie Fragen haben. Genau, vielen Dank.